Jo, wisst ihr, was ein Träumchen ist? Es regnet draußen und ich muss jetzt los. Ich gehe jetzt nämlich jemanden besuchen. Und zwar zur lieben Holly LP. Und dort würden wir dann noch jemanden sehen. Und zwar kommt Rocket. Die gehen noch eine kleine Tour durch Deutschland und halten in Bremen bei Holly und mir. Deswegen fahre ich zu Holly. Und es ist ein Traum. Es regnet. Das ist so geil. Hier sind wir nun in der Wohnung von Holly. Hier sehen Sie Spiele. Wir werden alles auf jeden Fall nachher einstecken. Werde ich auf jeden Fall klauen, habe ich Lust drauf. Und Rocket ist unterwegs. Wir sind immer noch bei Holly live und wir haben Sticker bekommen von Rocket. So sieht man mich. Alter, bin ich hell. Ich brauche eine Steckdose. Ah, eine Steckdose? Ja. Da gibt's ja nicht leider. Rocket ist jetzt weg, ich bin alleine hier und ich habe meinen Sticker bekommen. iRocket Hamburg. Fertig? Ja. Die bauen da gerade ein Keyboard auf, ich zeige gerade, was wir bekommen haben. Und zwar noch so ein Lüfter, den machst du mit USB ran. Das ist so ventilatormäßig. Eine Tasche! So, dann haben wir das neue, ich bin übrigens voll hell. Das neue Taito Mousepad, das ganz neue. Sieht man hier auf dem Bild ganz gut, dass das toll ist. Und da haben wir noch die NIS bekommen. Auch Holly hat die bekommen. Das ist die ganz neue Rocket Maus, die kommt zu Gamescom. Erst dann werde ich auch ein Unboxing machen, zu Gamescom hin. Ich werde sie aber vorher schon testen. Man kann alle Tasten, das ist mit so einer Case unten, hier so einer blauen. Mit so einer, da kann man dann alle Tasten komplett alles verbauen, umbauen, das werdet ihr dann alles noch sehen, das werde ich dann alles später erklären. Und die kommt zu Gamescom raus, ich kann sie jetzt aber schon mal testen. Wow. So Leute, hier ist die Joel Edition, die müssen wir gleich noch mitnehmen und einstecken. Dürfen wir heute nur nichts sagen. Hier sehen Sie live Jana am Keyboard. Hey Leute, wollt ihr uns auf der Gamescom treffen? Dann gibt es für euch am Freitag, den 7. August, einen Ort dafür. Die Rocketbühne. Mittlerweile bin ich jetzt wieder zu Hause, es ist der nächste Tag quasi und ich pack mal was aus. So, erstmal, wir haben jetzt das neue Rocket Taito Mousepad hier, packe ich mal eben schnell aus. Es riecht sehr neu, da ist mein Fuß. Wie man sieht, das ist das neue Rocket Taito Mousepad. Ist auf jeden Fall eine schöne Größe. Ich finde den Stoff schon echt, also der ist cool, also er fühlt sich gut an, sage ich mal. Und ich finde es auch vom Design her echt cool mit dem blauen Rand hier. Und es ist rutschfest. Es rutscht natürlich nicht, das ist natürlich wichtig. Aber es fühlt sich echt gut an und es sieht echt cool aus. So, das ist die neue NIS, die kommt wahrscheinlich nächsten Monat, ich bin mir da nicht sicher, die kommt irgendwann auf jeden Fall demnächst raus. Wenn sie rauskommt, werde ich dann nochmal ein vernünftiges Review dazu machen. So sieht das ganze Ding aus. Wie immer, natürlich kann man da schön Doppelbelegung machen auf allen Tasten, die da sind. Das Schöne an dieser, an der Maus ist, sage ich mal, du kannst jetzt hier das machen und alle Seitenknöpfe fallen halt runter. So, jetzt sind alle Knöpfe raus. Das hat den Sinn, dass man sie nochmal bestücken kann, so wie man möchte. Hier ist der coole Koffer. Du kannst zum Beispiel auch die Seite von einer schmalen Seite auf eine etwas größere Seite umbasteln. Jetzt ist es zum Beispiel ein bisschen breiter. Sieht man ja, jetzt ist es ein bisschen breiter. Das kannst du halt so umstecken, wie du möchtest. So, ich habe jetzt hier an den Seiten, wie ihr seht, das abgedeckt. Die 11 und 12, dass ich sie nicht benutze. Und erstmal nur ein paar dicke Tasten rein, damit ich besser im Kampf mich nicht verklicke bei den kleinen Tasten.
und wollte erstmal 5 benutzen zum Hotkey, zum Beispiel Sprinten oder sonstiges. Weil ich mal nur 5 Stück benutzen und langsam mich dran gewöhnen, sage ich mal. Und der Koffer, wie gesagt, der ist dabei. Aber ein ausführliches Review und alles mache ich gerne nochmal, wenn es soweit ist. Erstmal werde ich sie selber testen. So, das war der kleine Vlog. Ich hoffe, euch hat es gefallen soweit. Ich habe hier noch von Minikraft Lego. Das muss ich auch mal aufbauen. Soll ich das auch mal im Vlog aufbauen? Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Und das war der kleine Vlog, wo ich bei Holly war, die Rocket-Sachen bekommen habe. Und ja, ich werde mich mal langsam an die Maus erstmal gewöhnen. Und bis dann. Und wie gesagt, ein ausführliches Review gibt es, wenn es soweit ist, vielleicht zu Gamescom hin.